Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Gameplay von Arizona Sunshine 2. Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, endlich ist es soweit. Arizona Sunshine 2 erscheint am 7.12. auf nahezu allen Plattformen, die ich so kenne. Also PSVR 2, PCVR, Quest-Plattform und Pico 4 auch. Und ja, alles ist abgedeckt. Ich habe das jetzt auf meinem Kanal so vor, dass ich euch jetzt hier in diesem Video das Kapitel 1 zeige auf der Quest 3. Das habe ich gespielt. Dann war die Quest 3 leider leer. Dann bin ich auf PC-VR gesprungen und habe es mit der Pico 4 aufgenommen. Das gibt's in einem anderen Video. Also Kapitel 1 jetzt heute hier mit der Quest 3. Dann seht ihr das Quest 3 Gameplay, die Quest 3 Grafik. Und dann gibt's ein neues Video, das zeitgleich erscheint mit Kapitel 2 und PC-VR. Und ja, ich fand das ganz gut. Dann seht ihr einen Grafikvergleich, seht aber von der Story her nicht das Gleiche. Das war für mich eigentlich ganz wichtig. Ich musste halt beides ein bisschen durchspielen, natürlich. Aber trotzdem ist es dann für euch Zuschauer dann auch ein bisschen angenehmer. Ich muss dazu sagen, ich habe mit der Quest 3 aufgenommen. Ich habe jetzt grafisch erstmal nichts verpasst. Also mir hat nichts gefehlt vom Gameplay her. Man hat richtig viel Spaß mit der Quest 3-Version. Also was die da auf dem Bildschirm zaubert, ist echt genial, muss man ganz klar sagen. Und das Video, was ich aufgenommen habe, habe ich über Screencast aufgenommen. Screencast hat mich auch einmal geärgert. Der ist mitten in der Aufnahme abgebrochen. Ich musste dann nochmal von der Mitte aus beginnen, sage ich mal, vom Kapitel. Und das neu aufnehmen, das war ein bisschen ärgerlich. Aber ansonsten hat es ganz gut geklappt. Aber Screencast ist halt ein komprimiertes Videosignal und es sieht halt nicht so sauber aus, wie was man in der Brille erlebt. Also das, was ihr gleich seht im Video, sieht in der Brille noch mal einen Tick besser aus. Das gibt halt ja die Quest 3 nicht anders her, wenn man aufnehmen möchte. Man kann intern aufnehmen, dann habe ich aber festgestellt, intern Aufnahme ist halt vom Ton her nicht immer zeitgleich und das ist echt ärgerlich. Die kriegen es einfach nicht hin, das vernünftig mal in die Firmware einzubinden, dass man vernünftig aufnehmen kann. Und Screencast war für mich jetzt die beste Lösung eigentlich. Aber ja, schaut euch das einfach mal an. Ich habe in der Quest 3-Version nichts vermisst, aber als ich dann auf die PC-VR-Version gesprungen bin, sieht man halt die Verbesserungen, die man da sieht. Man hat natürlich überall schönere Texturen, oder nicht überall, aber fast überall. Und ja, das macht halt viel her. Wir haben Rauch und Staubpartikel, die wir sehen. Wir haben andere Lichtreflexionen und Lichteinfälle, die sieht man viel, viel schöner. Und Texturen der Zombies sehen schöner aus, wenn man das als schöner bezeichnen kann. Der Hund, unser treuer Begleiter Buddy, ich habe ihn Butkus getauft, wie von Rocky der Hund. Ja, der ist halt immer dabei, sieht in der Quest 3 Version halt vom Fell her nicht so schön aus, weil Fell zu berechnen ist mega aufwendig und das kann dann die Quest 3 natürlich nicht so gut wie die PC-VR Version. Also, ihr seht es hier, Kapitel 1, Quest 3. Dann werde ich ein Video verlinken, auch im Outro und in der Beschreibung. Das ist Kapitel 2 und das ist mit der PC-VR-Version aufgenommen worden, aber mit der Pico 4, weil ich da noch Energie hatte, mit der Quest 3 nicht mehr. Und dann ist mir aufgefallen, dass, was ich jetzt schon direkt sagen kann, dunkle Szenen sehen mit der, wenn man die Brillen auf hat, sehen mit der Quest 3 viel besser aus als mit der Pico 4. Also ich hatte mit der Pico 4 teilweise echt Probleme, weil es halt nicht so dunkel und mit der Taschenlampe überblendete das dann auch, weil man nicht so ein richtiges Schwarz hat, sondern mehr so ein Grau. Und das sah mit der Quest 3 viel besser aus. Also das ist mir direkt aufgefallen und das hier schon mal vorab als kleines Quest-Review, sage ich einfach mal, so ein Vorab. Review oder Fazit, was ich schon mal zu den Schwarzwerten und so sagen kann. Das ist mir direkt ins Auge gestochen, sage ich mal. So, jetzt kommen wir mal zu den verschiedenen Versionen, die wir hier haben. Und gehen wir mal kurz in den Bildschirm rüber. Hier haben wir einmal
So, gehen wir mal auf die Standardversion. Das ist die Standardversion, die kostet 49,99 und beinhaltet halt hier diese Skins, die man dazu bekommen kann. Ne? Und ich werde euch auch Referral Links in die Beschreibung packen. Dann bekommt ihr nochmal 25% Rabatt. Ich bekomme, ich glaube, irgendwie 5 Euro Gutschein dazu. Könnt ihr gerne nutzen, würde mich freuen, dann unterstützt ihr meine Arbeit. Ich kann mir auch dann mal solche Spiele dann selber holen, wenn ich sie nicht bekommen sollte. Entlastet natürlich auch meinen Geldbeutel sehr und würde ich mich mega freuen, auch wenn ihr die Amazon Affiliate Links nutzt. Ja, dann werde ich immer auch finanziell unabhängiger, kann mir Dinge leisten, um meinen Kanal nach vorne zu bringen. Nur mal so kurz als Werbung eingeschleust. Ja, dann haben wir hier die Deluxe Edition und dann haben wir nochmal andere Skins und wir haben einen 10% Gutschein. Normalerweise kostet die Deluxe Edition 59,99 und mit diesen 10% sind es, glaube ich, dann 53,99. Und wenn ihr den Referral-Link nutzt, habt ihr nochmal 25% Rabatt. Ich hoffe, dass man das dann auch noch angerechnet bekommt. Kann ich aber nicht mit Gewissheit sagen. Müsst ihr dann ausprobieren, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, und dann haben wir hier die Extra-Skins dann noch dabei. Hier Freddy Flashhands und ja, ein Undead Buddy. Ich finde, der sieht so schon echt arg gebeutelt aus, der arme Buddy Butkus. Hier mit seinen Kratzern am Auge und überall. Aber der ist sehr, sehr tapfer. So, nur mal das zu den verschiedenen Versionen. Und das gilt halt dann für alle verschiedenen Versionen, die es so gibt. Und ja, das war's dann erstmal. Und ich werde euch auch in den Videobeschreibungen mal, wenn ich ich glaube, ich habe eine Playlist von Arizona Sunshine oder ansonsten Videos, werde ich euch auch in die Beschreibung packen. Könnt ihr auch mal reinschauen, Arizona Sunshine 1, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Fand ich auch mega gut. Das Einzige, was man hier jetzt vermisst ein bisschen, ist deutsche Sprachausgabe. Die existiert nicht oder noch nicht. Weiß ich nicht, ob da noch was nachgereicht wird. Und das hat mir jetzt ein bisschen gefehlt. Dann hat man immer Untertitel. Und ja, ich muss jetzt nicht unbedingt die Untertitel haben. Ich verstehe Englisch relativ gut, kann es nur nicht gut sprechen. Aber alleine, dass man dann relativ schnell mal mitlesen kann, wenn es mal hektisch wird, ist dann auch besser, wenn man dann Untertitel einblendet. Das habe ich dann so jetzt gemacht und ist dann für euch Zuschauer, die dann nicht so gut Englisch können, auch dann ein bisschen bequemer. Ja. Das Game hat auch wieder seinen Charme und Witz nicht verloren. Also der Hauptcharakter, der macht halt immer wieder seine kleinen Scherze und ja, macht halt einfach Bock. Wir haben hier auch einen Multiplayer-Modus drin, also so einen Horden-Modus, Vierer-Horden-Modus, den habe ich mir noch nicht angeschaut. Und dann gibt es noch einen Koop-Modus für die Story. Und das werde ich mir definitiv mal anschauen, mal schauen mit wem. Macht mit Sicherheit auch mega Spaß. Ich habe mir schon überlegt, wie das dann abläuft mit dem Hund, weil der Hund ist, wenn denn jetzt zwei Hunde dabei wären, dann overpowered, muss ich sagen. Dann kann man aber schon einen Schwierigkeitsgrad höher gehen. Ich spiele jetzt im Mittel, ganz normal. Und das war jetzt bisher noch nicht so wirklich, dass ich sagen kann, es ist jetzt super arg gefährlich. Ne? Ja, Leute. Das war's erstmal. Ich gebe jetzt gleich ab an den Sebastian, der in der Quest 3 sitzt. Und wie gesagt, das andere Video könnt ihr euch dann Kapitel 2 anschauen, PC, VR, und dann könnt ihr euch auch eure Vergleiche mal ziehen von der Grafik her. Ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gameplay und bis dann. Ciao! Ja, Leute, hier sind wir im Hauptmenü von Arizona Sunshine auf der Quest 3 und schauen wir uns mal ganz kurz im Hauptmenü um. Und wie eben schon erwähnt, wird es jetzt erstmal ein Quest 3 Gameplay geben. Und genau an der Stelle, wo ich aufhöre, wird es dann ein PC-VR-Gameplay geben. Und ja, so kann man sich dann vielleicht ein bisschen besseres Bild machen, wie die Grafikunterschiede so sind. Ich muss sagen, für ein Standalone-Headset ist es schon verdammt gut. Also es gefällt mir. Und ja, schauen wir uns auf jeden Fall nachher mal genauer um. So, wir starten hier in der Kalibrierung und dann kann man halt, ob sitzen oder stehen, dann kann man hier sagen, ob wir Teleport benutzen wollen oder einfach nur Free Locomotion. Ich bin ja ein Free Locomotion Fan. Für Leute, die jetzt wirklich Motion Sickness haben, ist es sinnvoll, diese Teleport-Funktion erstmal zu nutzen und sich langsam rantasten, wie man damit klarkommt. Ja, dann haben wir den Orientierungsmodus, ob rechte Hand, linke Hand oder Kopf. Das heißt, wenn ich nach vorne gehe, ja, in welche Richtung ich dann gehe, wohin ich dann auch gucke. Oder halt zeige. Also das kann man dann machen, wie man will. Ich mag da lieber Kopf. Da, wo ich hingucke, möchte ich auch dann hingehen. So, wir haben leider keine deutsche Sprachausgabe.
Manche werden jetzt sagen, ja, vielleicht ist es auch besser so, wenn man jetzt mal den ersten Teil sieht, wo deutsche Sprachausgabe dann wirklich ja, für viele Leute nicht gut war. Ich kam nachher damit ganz gut klar, das passte dann irgendwann auch. Aber es war halt nicht so, dass ich sage, wow, das ist eine super geile Synchro. Aber ja, wie gesagt, man konnte sich damit arrangieren und ich habe lieber ein bisschen schlechtere Synchro in Deutsch als dann nur in Englisch. Aber jetzt müssen wir auf Untertitel halt, ja, müssen wir darauf achten. Wird eingeblendet, nimmt einen auch ein bisschen aus der Immersion raus, aber gut. Geht nicht anders. So, jetzt können wir hier den Munitionsgürtel kalibrieren. Das heißt, wir können uns den anpassen, wie wir wollen. Und ich würde mal sagen, so, also wenn man loslässt, ist es vorbei. Ja, so. Und die Höhe, ja, so würde ich fast sagen. Also hier haben wir Patronengürtel und hier haben wir dann die Waffenslots. So, und Arizona Sunshine 2 hat ja auch die Möglichkeit, Horde-Modus mit bis zu 4 Spielern zu spielen oder den Kampagnenmodus halt im Einzelplayer oder in Mehrspielermodus. Also das geht dann auch nur zu zweit. Da werde ich mit Sicherheit auch mal mit jemandem probieren und dann auch ein Video aufnehmen. Müssen wir mal schauen, vielleicht der Chris Reality. Und ja, wir machen jetzt den ersten Spielermodus. Ich habe hier schon bereits ein bisschen gespielt. Ich fange aber jetzt hier ein neues Game an. Und wie gesagt, mit dem PC VR werden wir dann halt weiterspielen. Jeder braucht jemanden. Kapitel 1. Ja, Schwierigkeit lasse ich auf mittelnormal, also passt ganz gut, glaube ich, um das zu zeigen. Ich nehme jetzt hier mit Screencast auf. Ich hoffe, das funktioniert alles. Die interne Aufnahme ist mir leider ja zu unsynchron, was den Sound angeht. Ich hoffe, das ist hier jetzt nicht der Fall. Muss ich aber mal abwarten, was die Aufnahme nachher so hergibt. Verdammt, ich habe gestern Abend zu tief ins Glas geschaut. Uff, mein Kopf. Oh, my head. Oh. I am parched. Oh. All right. I put a cigarette out. Oh. Oh, it smells like hot burps in here. I need some air. Oh, ja, hier haben wir unseren Wohnwagen, den wir auch noch aus Teil 1 kennen. Der sieht halt ein bisschen anders aus. Ich glaube, eine Kochplatte und sowas hat man nicht, aber der hat wahrscheinlich einen neuen Wohnwagen gefunden. Oh, I'm thirsty. So, wir sind durstig. Hier haben wir unsere Energieanzeige, wie auch schon im alten Teil. Wer den Teil nicht hat, ich werde den unten verlinken. Ich werde auch einen Referral-Link draus machen, dann könnt ihr mich dahingehend auch unterstützen. Habt auch ein bisschen was davon. I don't even want to think about how long it's been since I took a bath. Eine Quietsche-Entchen. So. Oh, I'm thirsty. Oh, sure. She's in the fridge. Guck mal, hier haben wir. Kann man die auch aufmachen? Oh, I'm thirsty. Nein. Also hier haben wir eigentlich. Ist auch leer? Freddy's Bier. Freddy's Bier. Also grafisch ist das schon, was Standalone angeht, schon echt gut, muss man sagen. Ja. Alright. I barfed in that one. Ah, guck mal, hier haben wir ein Feuerzeug. Legen wir den Schlüssel erstmal hier hin. Geht das? Ich hatte mal ein kleines Alkoholproblem. Okay. Kann man den mit einpacken? Nein. Schade. Eigentlich auch für die Dunkelheit, ne? Verhält sich auch eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Guck mal hier, was haben wir denn hier noch? Ah, okay, nix. Das ist auch eine Besonderheit, die mir aufgefallen ist, wenn man Sachen verliert. Oder die backen jetzt irgendwo durch, dann spawnen die da wieder, wo man sie hat verloren und oder her hat, wo man sie her hat. Ey, das funktioniert auch. Jetzt schaut doch mal. Ja, ein bisschen backt's rein, aber schon ganz gut, ordentlich. Das ist auch mit den Waffen so.
Oh. Hey, Fred. Fancy seeing you here. That's Fred. Hi, Fred. Oh. Hier, Fred, ein Bier. I never tired of being tired of that view. So, hier haben wir Nahrung. Not the worst I've seen, schaut mal. Definitely not the best. Besser als nix, ne? What's the worst again? Noch eine Wurstel reinballern. Okay. Waffe. Aber schaut mal, das sieht echt gut aus. Klar, die Berge, die jetzt im Hintergrund sind, das ist einfach nur ein Foto, das sieht man auch. Und ihr werdet nachher auch den Unterschied zur PC-VR-Version sehen, denn da bewegen die Wolken sich auch. Oh, na komm. So, jetzt schießen wir mal auf die Dinger hier. Oh, hab ich nicht reingemacht? What's that, Fred? So. You think I can't hit those targets from here? Fuck you, Freddy. Just watch me. Watch me. Yippee. Oh. Das sieht echt alles so scharf aus mit der Quest 3. Fred, last night, I finally worked up the courage to try and drink myself out of here. Permanently. Oh. But it didn't work. Er wollte sich umbringen, scheinbar. I still woke up. Still stuck with you. Oh. I got a gun. Maybe it's time I tried the direct approach, huh? Zwei habe ich gekriegt. Aber wir wollen jetzt nicht alles verballern, weil die oh, sure, kommen ja scheinbar nicht zu uns, oder? Gibt's da einen Weg? Naja, wir sind ja eigentlich relativ sicher. Okay. Oh, der hat ein Problem, der Pilot. Holy shit! Das ist ein Bruchpilot. Hey! Hey! Over here! Hey! Down here! Oh! Hey! Freddy! Fuck! Oh! I gotta get over there! I gotta get over there! Also die Stimme ist auch, ja, passt zum Game, ne? Ist halt auch ein bisschen auf Comedy getrimmt. Hallo. Okay. Probieren wir nachher mal. Man kann auch wirklich nachher Waffen finden, wo man Köpfe abschlagen kann und so weiter. Mal schauen wir uns dann mal um. Oh, der hat echt ein Problem. Er ist gelandet. So. Ich finde die Autos immer noch nicht wirklich gut. Sehen besser aus als im Teil 1, aber auch nicht wirklich, dass ich sagen kann, wow. Aber vielleicht wollten sie dahingehend auch nicht groß was verändern. So, also man kann auch bequem von der Entfernung ranziehen und sammeln. Na, guck mal. Das ist so geil. Da können wir nachher mal probieren mit. So, das ist neu. Wir sammeln auch Sachen und können damit nachher irgendwas craften, glaube ich. Soweit war ich aber noch nicht. Schauen wir uns nachher mal an. Mal gucken, was wir damit machen können. Habe ich auch noch nicht probiert. Guck mal hier. Hi. Don't try to stop me, Fred. That chopper's got my name on it. So. Oh. Warte bitte. Junge, da ist es. Legt er sich einfach mit mir an. So. Hier ist echt. Oh, da war Wein drin. Oh. Okay, schauen wir uns noch mal ganz kurz den Wagen an, ob da noch was drin ist. Das funktioniert auch ganz gut, dass ich hier Türen auf und zu machen kann damit, mit dieser Bewegung. Da ist überall gut looten. Das muss ich sagen, stört mich, dass ich nicht wirklich, dann werde ich, jetzt geht's. Eben wurde ich zurückgestoßen, dass ich nicht richtig reingucken konnte. Okay. Das geht unsere Taschenlampe an. Ich hoffe, ihr seht die hier. Schauen wir, da
das? Oh, das ist noch eine zweite Waffe. Okay, better stay out of my way now, Fred. Ah, it's funny what we used to care about. Celebrity Feet Pics. Also Promi-Fußbilder. Ja, muss man haben, ne? Junge, Junge, Junge. Da kann man nichts mehr machen, okay. Au. Nur eine Puppe. So, haben wir irgendwie Nuts and Bolts. Sammeln. Mal schauen, was wir da später mitmachen können mit den ganzen Sachen. Hier haben wir Kleber. Endlich meinen Hut wieder. Gib meinen Hut her. Na, den sehen wir aber jetzt hier nicht. So 77 Schuss ist schon mal nicht schlecht, oder? Können wir erstmal was mit anfangen. So, schauen wir uns nochmal hier um. Das funktioniert echt gut, muss ich sagen. Auch für die Leute, die im Sitzen spielen oder im Sitzen spielen müssen, die im Rollstuhl jetzt sind. Es gibt genug VR-Leute, die auch im Rollstuhl sitzen. Für die ist das natürlich perfekt, ne? Also hier wurde auch mitgedacht. Mit Korn zielen funktioniert super. Getting up to that chopper, Fred. You better believe it. Okay, da müssen wir gleich hin. Schauen wir uns mal kurz den Wagen um. Weil hier gibt es nichts Wichtigeres als Waffen. Munition, Waffen. Oh, da reicht das ab. Okay. Ich hoffe, wir müssen uns nicht mit allen anlegen. Nein, müssen wir nicht. Wieder eine Waffe und Munition. Move, Freddy. I'm saving. Freddy, leave him alone up there. Okay, hört sich gerade an, als hinter mir einer wäre. Das wäre jetzt creepy gewesen. Okay. Don't worry. Your new best friend's on his way. Okay, hier kommen wir nicht hoch. I'm almost there. Hold on. Stop trying to slow me down, Fred. Also Kimmel Korn zielen mega. Das funktioniert ja super. Oh. Klettern. Everybody be cool down there. So, ich nehme nicht alle von euch mit, okay? Oh, bitte reiß nicht ab. Bitte reiß nicht ab. Also vom Gameplay her funktioniert das echt super. So. Ah, hier haben wir ein Messer. Ein kleines Buttermesser haben wir hier. Nee, natürlich eine Machete. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir damit machen können. I just want one human being, Fred. Is that too much to ask for? Just one fucking human being. One. Problem ist, diese haben auch eine Beschädigung und irgendwann sind die dann halt kaputt. Is it too much to ask for, you fucking self? What you got on your wrist here, guy? Huh? Oh, sure, of course. We can solve this problem once and for all. We can make the serum. No way. Patient Null suchen die, okay? Das hier ist Travis Smith. Du musst dich dorthin begeben. Holy shit, Fred. Your buddies are looking for Freddy number one. Oh, das ist Munition noch? Wait. Okay. Wait. If I find Patient Zero first, then they'll find me. Okay, das könnte ein Ausweg sein. Da ist er! Butkus! Hey! Hey! Hey, little man! Hi! Nicht beißen! Wow, I didn't know you were back there.
Hi, oh, du hast aber Kratzer, du kleiner armer Kerl. Du kleiner armer Kerl. Jo, komm raus. Na komm. Na komm. Tut. Nicht? Oh. Komm. Na komm raus. Das ist unser, ja, treuer Begleiter in diesem Teil hier. Ja. Da war kein Bellen, da war Quietschen. Jetzt bellen. How about this? Na komm. You wanna play fetch? Go get it. Deutscher Schäferhund. Oh. Nice work, buddy. Das ist doch geil. That's a good name. Buddy. Ja. You like it? Okay. Also ihr werdet nachher sehen. Hot diggity dog. Es sieht nicht schlecht aus. Okay, so. Your dead friend there sounds like he was looking for patient zero, so I figure if we find them first, fine. The military are gonna find us. Yeah. Der bringt die Zombie-Teile, wie geil ist das denn, ne? You wanna come? You wanna go? Ah, I knew you were gonna say that. Okay, okay. Also die, let's go, buddy. Die Texturen sehen am PC noch besser aus, aber man kann sich echt nicht beschweren. Oder? So ein bisschen makaber, aber gut. Ja, kannst du mal fallen lassen jetzt, ne? Wir müssen noch ein bisschen looten hier. Oh! Yeah, buddy! I'm glad you're on my side. Holy shit! Who's a good little dog? Oh! Okay. Na, kommt hoch. So, wir können dem jetzt einen Befehl geben. Hier, seht ihr, kommt er zu mir. Go get him, boy. Und man kann ihn auch angreifen lassen. Sick him, boy. Good dog. So, guck mal. Oh, Bauarbeiterhelm. Yeah, I used to work construction. You ever need a new roof, buddy? I got you. Ach, jetzt haben wir den angezogen. I wasn't good at the money management stuff. Ich lass meinen Helm an. Built a hell of a polyurethane flat roof. So. Looten, ne? Ja, wie gesagt, die Autotexturen gefallen mir nicht. Man könnte das auf Nostalgie schieben. Langsam wird es Zeit für so ein bisschen Granaten oder so, ne? Da gucken wir da nochmal. Aber mehr als 150 geht jetzt eh nicht. Aber der Butkus hier, unser Butkus, come on, buddy. Der hat auch Waffenslots. Also den kann man hier Waffen dran packen. Weil man findet nachher viel zu viele und ja, aber Munition geht halt nicht. Okay, guck mal, hier haben wir noch Metall. Also looten nützt hier auf jeden Fall was. Lootet, was das Zeug hält. So, jetzt gehen wir mal weiter. Checkpoint. Okay, aus der Wagen reingeballert. Gucken wir mal, ob wir... Okay, dann können wir nicht aufheben, aufmachen. Sick'em boy! Sick'em boy! Na toll! Very good boy! So kann man natürlich auch Munition sparen, indem man hier unserem Hund alles machen lässt oder viel machen lässt. Good dog! Der reizt dir mal kurz den Schädel auf. Ach, guck mal da. Go get him, boy. Get him, boy.
So, erlösen wir ihn mal schnell, ne? Wir sind ja keine Monster. Okay. Da ist auch noch einer. Sick'em Boy! Sick'em Boy! So, ich musste kurz unterbrechen, weil ich gemerkt habe, dass Screencast abgeschmiert ist, also meine Aufnahme. Und von daher muss ich jetzt hier nochmal neu beginnen. Aber ist egal, wir machen jetzt hier weiter. Ne, Badges? Wir machen weiter hier. So, den Kollegen haben wir ausgeschaltet. Blood Bleach. Cleans 99% of all blood viruses. Ja, aber nicht... Komm, der holt ja. Buddy holt uns den. Aber nicht diesen Virus, das hat nicht funktioniert, ne? Na komm, Badges. Na komm. Ja, fein. Ja, wer ist der gute Hund? Jo. Wer ist ein guter Hund? Gibt es sogar Pfötchen. Wie nice ist das denn? Oh. Dekontaminierungskammer wird verwendet. Chronic nausea, fainting, loss of appetite, loss of eyesight, various tumors, extreme penis infection, extremes Penis. Also extremes Penisschrumpfen verursacht, also kann diese Kammer verursachen. Ne, wir hören jetzt hier auf. Wir hören definitiv auf. Ich will das doch behalten hier. Badges, komm raus da. Naja. Badges will nicht, der will hier bleiben, okay. Komm dann. Da war nichts mehr. Nein, hier steht auch nichts drauf. Okay, gehen wir weiter. Come on, buddy. Let's go find patient. Ach, hier sind wir in der Penisschrumpfungskammer. Ja, Badges, jetzt hängen wir hier in der Scheiße. Naja. Na komm, Badges. Oh, that has a really pissy aftertaste. Pissigen Nachgeschmack. Okay. This way to the gas station. Let's find patient zero. Komm, wir werfen den mal ab hier. Aber der bewegt sich nicht. Und der Kamerad da hinten? Na komm. Ah, guck mal. Okay, Badges. Los. You smell something? Hey, Fred. Am I disturbing you? Oh, da hinten ist auch noch einer. Nice. Whoa. Badges! Get him, buddy. Junge. Okay, noch was zum Looten hier. Können wir hier mal schauen. Ich sollte erstmal in die Räume reinschauen, bevor ich hier reinlaufe, ne? So. Oh, Badges hat was gefunden. Oh, Pizza. Ah, erstmal trotzdem mal, ne? Oh, this is my kind of garbage. Ach, guck mal. Ich bin nicht Raucher, aber in der Apokalypse kann man ruhig mal rauchen. Da ist eh alles egal. So, okay. Weiter geht's. Ah, geht der? Nee. Wenigstens hat er sich bewegt. Badges. You think there's something behind there, buddy? Na komm. So, buddy, is this what it feels like to be like a really, really cool dude? Hey, buddy, bark twice if you know how to fly a 737. Okay, der macht's schon. Der macht das schon. So. Yes. Evakuierungszone. Hey, Fred, can you give us a ride? Okay, Fred ist
Viertel ist am Arsch. Komm, leg dir. Ja, du hast auch schon bessere Tage gesehen, ne? Okay. Step on it, Freddy. Oh, schnell drauf. Komm. Shit. That's a whole lot of friends. You want me to come up there and see what's blocking it? Cool, jetzt können wir die ganzen Tonnen da kaputt machen. Nothing to see here, Freddy's. Go about your business. Hey, make sure you drive straight, Fred. No falling asleep at the wheel down there. Okay. Keine Tonnen mehr. Die werden zermalmt, hey, oder? Don't mind us, Freddy's. Ja. Just passing through. Eine riesen Blutlache ziehen wir uns hinter uns her. So, kurz Probleme mit der Brille gehabt. Gehen wir mal weiter. Was ist da? Ja, da geht's nicht lang. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich hoch. Hey, Buddy! Checkpoint. Okay, Buddy, patient zero should be at the gas station, but we gotta go through here. Be careful. Ach, guck mal hier. Freddy. Mit dem Spaten. Yes. Okay, go. Guck mal was, Jung. So können wir gut Dings sparen. Munition. Very good boy. Und die wollten alle einfach nur in Urlaub. Okay. I do get great hits. Sorry, that's gross. Okay, Butkus kümmert sich drum. Kapitänsmütze. So, noch zum Looten. Munition, okay. Ja, Buddy. Hast du gut gemacht. Kleiner Butkus. Toilette, okay. Toilette können wir mal reinschauen, oder? Okay, kein Wasser. Okay. Das haben wir noch was zum Looten. Sehr gut. Wo ist er hin? Okay, komm, wir gehen raus. Here, boy! Get him, boy! So, okay. Fred, why do you stink so bad? Guck mal, der Toilette. I see. Okay, der kümmert sich darum. Und du blutest ein bisschen. I bother wiping, right, Fred? It's not like anyone's checking. So, okay. Da ist auch noch eine. Go get him! Get him, boy! Buddy, attack! Okay. Komm, wir schalten erstmal die hier alle aus. Way to go, buddy!
Go get him, boy. Guck mal, das ist doch witzig. Die sind alle, die können eh nichts machen, ne? Oh! Bite him! Guess they open from the other side. Go, get him, boy. Da ist auch noch einer, okay. So. You know what? Change my mind. Wie viel haben wir noch? 80, okay. Go get him, buddy. Yes. Okay. Jetzt gehen wir mal hier rein. Good dog, buddy. Ach, guck mal hier, eine Zigarre. Ah, muss ein bisschen länger, ne? Ja. Kleine Gimmicks sind immer nett, wenn sie einbauen. Ach, guck mal. Jetzt haben wir hier mal so ein Monster, ne? This reminds me of the time I almost got out of here. This guy in a chopper, he picked me up, right? Okay. And I'm hanging off a rope ladder. But I don't know that he's already. Ah, hier haben auch noch Slots, das ist cool. He turns into a Freddy before I can even get into the cockpit and. Haben wir einen Schlüssel? Bookstore maintenance exit. Okay. Hatte natürlich eben gerade vom. Splash down, I crawl out, walk back home. Pretty funny, hey buddy? Hat er gerade vom ersten Teil vom Ende gesprochen? Ah, fast. Fast hätte ich sie. Bite him. Okay, da kann man nicht hin. Jetzt gucken wir uns hier nochmal um. Man kann hier echt super viel auch verpassen. Denke ich mal. Go get him, boy. So, solange ich loote, muss er den hier. Die mit Helm sind immer echt aufmüpfig. Na? Warum so kopflos? So, okay. Hier ist ein Schloss, den können wir gleich benutzen. Aber erstmal werden wir jetzt hier noch looten. There we go. Okay, da kannst du nichts machen. War das alles dort zum Looten hier? Ah, kann man den auch? Geil. Also Nahkampfwaffen kann man jetzt auch unterbringen. Das ist cool. Weil die kann man schneller gebrauchen, als man denkt. So. Okay, dafür haben wir natürlich noch nichts. Eine Uzi. Die ist doch mal nett. Cool. So. Rodges, du kriegst ja noch eine Waffe. So. Bewahr die mal gut auf. Ich weiß nicht, ob man die nachher irgendwie verschrotten kann oder. Müssen wir mal schauen. So, ich habe eine Idee. Wir verschanzen uns gleich hier drin. Da ist die Tür, da sind bestimmt super viele. Okay, go! Oh, you almost got me there. So. And stay down!
Da war ein dicker Brummer. Okay, die kommen alle nach hier. Okay, das ist scheiße. Here you go, buddy. Good job, buddy. Junge. Okay, ich hätte die Uzi nehmen können, aber die wollte ich jetzt noch behalten. Okay, der Weg ist auf jeden Fall scheinbar frei. Na, guck mal, hier eine Gasmaske. Hat denen auch nichts genützt, ne? Okay. Sick 'em, boy. Die ist nicht schlecht, aber die wollten wir uns noch aufbewahren, ne? Da ist eine Machete, kann man die jetzt schon greifen? Okay, meistens kann man die restlichen Munition noch aufheben und dann weiter, aber geht jetzt hier nicht. War der da noch am Reißen? Buddy. You gotta follow the exit signs, bud. Okay. Okay, get him, boy. Okay, das sind die zwei, die wir gerade erledigt haben. Buddy, cool. For the win. Sehr cool. Jetzt haben wir noch eine Machete, falls es mal richtig stressig werden sollte. Go get him, boy. Wo ist noch einer? Da ist ein Tor, das ist zu. Ach, guck mal hier. Na? Oh, sorry to burst your bubble, Fred. Go by him. Oh, da ist alles abgesperrt, Exit. Dang. How do we get through here? Boom. Okay. Here you go, buddy. Okay, okay. Gesperrt. Maybe I can get this open. Okay, da wird wahrscheinlich kein Strom sein. Wir müssen da hin. Hey, buddy. Yeah, you think you can move that Freddy for me? Ah, okay. Ach, guck mal. Guck dir das an. Zieht er den weg, jetzt können wir den aufmachen, ne? What a team. Good dog. There we go. Man hätte auch einfach noch da ziehen können, dann wäre der auch weg gewesen, ne? Oder wach nicht auf, sonst flippe ich aus. So eine Rüstung hätten wir auch gebrauchen können jetzt hier. Okay. Wir haben Strom. Wir haben Strom. Let open that door. Okay. Ich komme hier nicht rein. Okay. Wow, hier können wir looten. Das ist mal ein Lootplatz hier. Ja, ich weiß, aber der kommt nicht ran. Der kommt ja nicht ran. Pico. Hier haben wir unser Crafting-Studio. Granate. Drei davon, einen davon. Und dann müssen wir die so zusammenpacken. Und dann haben wir eine Granate. Die können wir uns dann natürlich auch hier hinpacken. So.
Auch nicht schlecht. Wie geil ist das denn? Ach, guck mal. Geht da wenigstens kaputt? Now what do we have here? Hier haben wir Muni ohne Ende. So. Zack, zack, zack. Machete, Granaten haben wir. Wäre cool, wenn wir hier Granatenslots hätten. Oder auch Molotow-Cocktails. Einen Molly können wir noch machen, oder? So. Packen wir uns hier noch. Okay, wir lassen das. Okay, eben stand ja da Boom. Das heißt, wir werden jetzt mal zurückgehen und mal gucken, ob wir da durchkommen. Ich glaube, da ist nicht umsonst versperrt. Okay, on we go. Get him! Burst your bubble, Fred. Oh, who's a good boy? So, hier ist Checkpoint erreicht und ich würde sagen, die Questfolge beenden wir hier jetzt. Und dann gibt es das Video jetzt mit PC VR. Das heißt, ich werde ab diesem Zeitpunkt hier mit PC VR weiterspielen. Dann habt ihr ja einen Story-Fortschritt. Ihr seht auf jeden Fall, wie es weitergeht und könnt euch die Grafik von PC VR mal anschauen. Das ist, finde ich, extrem wichtig, dass wir so ein bisschen Vergleich haben. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Abo-Button nicht vergessen, wenn euch der Kanal hier gefällt. Ja, hilft mir weiter, den Kanal immer weiter zum Wachsen zu bringen. Und ja, Wachstum ist immer wichtig, ne, in der Industrie und auch auf YouTube. Von daher, kostet euch nichts. Würde mich freuen, wenn ihr das machen würdet. Und dann werde ich jetzt den PC-VR-Teil auch noch verlinken. Im Outro könnt ihr dann draufklicken. Dann habt ihr direkt Teil 2 und könnt direkt weiterlegen. Ja, weiter loslegen und dann sehen wir uns gleich da. Bis dann. Tschüss.